Als du eben da rauskamst mit dem Echo, fotografieren, rechts hochhalten, links hochhalten, da sah das so ein bisschen aus, als warst du dir noch gar nicht drüber im Klaren. Denkt man erstmal, was für ein Film geht da ab? Ja, also ich. Das denke ich immer noch. Ich saß gerade vorhin im Shuttle mit meinem Bruder zusammen und haben uns so gedacht, so, haben wir jetzt gerade echt ein Echo gewonnen? Das kann doch nicht sein. Und es ist irgendwie doch so, aber ich glaube, da braucht noch ein paar Tage für, das zu realisieren. Wer war außer dir selbst natürlich heute so dein persönlicher Superstar? Lionel Richie, auf jeden Fall. Warum ist er für dich so ein wertvoller Künstler? Weil er so nett ist, weil ich das nie gedacht hätte. Dieser Mann ist so erfolgreich und jahrelang im Geschäft und ist so nett. Also er ist so herzlich und total auf dem Boden geblieben und das schätze ich unfassbar. Denkst du, da lernst du auch was für dich draus, dass du sozusagen auf dem Boden bleibst? Wie machst du dir so Gedanken, dass du nicht abhebst bei dem Erfolg? Ja, Gedanken. Ich probiere halt echt jeden Menschen zu respektieren und jede Arbeit zu respektieren. Ich lege halt Wert drauf, nach so einer Veranstaltung auch den Technikern Danke zu sagen, weil ohne die wird ja gar nichts laufen. Und ich probiere halt das ein bisschen zu bewahren. Merkst du bei dem Erfolg, dass du jetzt interessanter, noch interessanter für die Männerwelt bist? Der Ochsenknecht, der schaut schon hinter dir her. Weiß nicht, das ist mir eigentlich total Schnuppe. Was muss denn so ein Boyfriend für dich mitbringen, die beiden wichtigsten Eigenschaften? Er muss total witzig sein und viel Geduld haben. Du findest bestimmt einen. Ich danke dir, schönen Abend, schönen Echofeier. Dankeschön.